Hallo und willkommen zurück zu Neo Scavengers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Boah, ich habe so die Befürchtung, früher oder später werden wir mit Neo Scavenger doch auch irgendwann mal wieder aufhören. Für mich Befürchtung, für euch wahrscheinlich endlich mal Glück, weil ich muss ja zugeben, es ist doch hin und wieder mal so ein ganz kleines bisschen monoton. Wie sieht es mit unseren Wasservorräten aus? Oh, ist nicht ganz so rosig. Holz haben wir aber, glaube ich, auch keines dabei. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Pfeile dafür auseinanderrupfen, obwohl wir hätten eigentlich genug. Ja, wir. Wir versorgen uns mal ordentlich mit Wasser. Das ist der Stapel mit den drei Pfeilen. Gut. Dann die Äste. Ein Faden und wo haben wir's? Hier, Fallen stellen. Und schon zaubern wir uns ein Feuer. Und zwar ein großes Feuer. Und 100%, 37% nehmen wir natürlich lieber den. Und dann müssen wir eine Runde abwarten. So, ansonsten ja. Ich habe schon so das ein oder andere an der Hand, was wir in Zukunft spielen können. Das heißt, langweilig werden wird es so oder so nicht. Und wenn Neo Scavenger dann in eine Pause geht, und ich denke mal, es wird dann passieren, wenn wir das nächste Mal sterben. Einfach alleine schon deshalb, weil der Anfang ist immer der gleiche und naja, so überragend interessant, seien wir mal ehrlich, ist es am Ende dann nicht. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich empfehle es aus ganzem Herzen. Vielleicht werde ich später einmal mit einem Update kommen. Es gibt da so den ein oder anderen von Fans gestalteten Download-Content, der eventuell ganz interessant wäre, hier zu nutzen. Aber Wasser, Wasser, Wasser. Ich will nur nicht versehentlich hier irgendwo Corner Cola drin haben. Hier zum Beispiel. So. So. Hier haben wir noch leere Flaschen drin. Das heißt, das lässt er uns jetzt so natürlich nicht machen. Müssen wir mal wieder linke Hand, rechte Hand spielen. Da sind unsere Glasscherbenvorräte drin. So. Dann würde ich gerne versuchen, hiervon noch das ein oder andere mitzunehmen. Ja, kein Platz mehr für natürlich. Da ist zwar Platz drin, aber da das Spiel so geschickt umräumt. So. Wie gesagt, es gibt so den ein oder anderen Mod, der von Fans erstellt wurde, der das Spiel noch mal ein bisschen ordentlich auf den Kopf stellt. Neue Gegenstände, neue Skills einführt, das Spiel ein bisschen rebalanced. Durchaus alles nicht uninteressant,
Aber muss ich mir natürlich auch erstmal ansehen. Und außerdem Tropico 5 und Ballroom habe ich da noch rumliegen. Und ich habe gerade auch noch ein neues Spiel an die Hand gegeben bekommen zum Let's Playen von einem Entwickler. Das würde ich auch ganz gerne mal wenigstens eine Folge machen. Also dementsprechend langweilig werden wird uns so oder so schon mal nicht. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben noch reichlich Zeug, was noch nicht ausprobiert, aber trotzdem schon vorher angekündigt war. Ein Blaufanatiker. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Sehr schön. Wir haben ihm direkt auch noch einen verpasst. Und offensichtlich hat dieser junge Mann keine Munition in seinem Gewehr. Was für uns günstig ist, für ihn allerdings eher ungünstig. Weil das bedeutet, wir werden ihn jetzt ganz kurz und knapp kalt machen. Schock, bewusstlos. Ich denke mal, der steht so schnell nicht mehr auf. So. Jetzt haben wir ein Gewehr in überraschend gutem Zustand. Fernglas, Nachtsichtgerät ohne Ladungen. Was natürlich blöd ist, weil jetzt haben wir mal wieder keine Batterien dafür. Allzu viele Pfeile haben wir auch davon nicht zurückerhalten, leider. Hier ist auch ein Zielfernrohr dran, im Gegensatz zu unserem hier. Jetzt ist es unser Gewehr. Komm her. Ui, eine Taschenlampe gibt es auch. Schön, schön. Paar Papierfetzen kann man immer gebrauchen. Die Beeren sind essbar. Das ist auch eine schöne Sache. Packen wir die natürlich sofort mit ein. Das ist sowieso schon relativ rum. Das Ding hier können wir mit einem Faden verbinden und... Na, okay, da sind wir auch schon voll. Jetzt fängt die Umpackerei wieder an. Das ist so das Einzige, was ich an diesem Spiel wirklich nicht so allzu sehr mag. Dass wir immer wieder anfangen müssen, alles von vorne bis hinten umzupacken. Och nö. Ernsthaft? Trotzdem kein Grund, dass wir es nicht hinbekommen. Woanders hin, das muss auch woanders hin. Hier können wir wahrscheinlich noch ein bisschen Platz drin schaffen, wenn wir geschickt sind. Hier mit 10 Dollar Werten.
glaube ich auch. Ja, komplett brechend voll. Mal 1, 2 Wasserflaschen kriegen wir hier auf jeden Fall noch runter. Hier haben wir keinen Platz mehr. Aber wir könnten die... Was? Müssen wir mal gucken, ob hier wirklich kein Platz mehr ist. Platz für eine Flasche. Für eine zweite Flasche. Dann... Hahaha. Mit ein bisschen geschicktem Hin- und Her-Gebastle. Gut, müssen wir das Ding jetzt hier liegen lassen und ein bisschen anderes Zeug, aber hey. Ich glaube, das ist ein geringer Preis. Weil die Dietriche könnten wir irgendwann noch mal wirklich gut gebrauchen. Ja, ist alles ein bisschen krumm und schief, aber jetzt lassen wir es einfach so gut sein. So, zur ATN haben wir noch einen verdammt weiten Weg. Hier was Interessantes, nicht so wirklich. Glasflaschen auf dem Boden interessieren uns eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, die grobe Richtung stimmt aber schon mal. Hier nähern wir uns auch schon ein bisschen mehr an. Ich befürchte die ganze Zeit schon, dass es jetzt irgendwann wieder Nacht werden wird. Aber wir sind auch noch gut ausgeschlafen. Das heißt, wir müssten nicht zwangsweise jetzt übernachten, sondern könnten auch einfach die Nacht durch marschieren. So, geschafft. Dann sollten wir einmal essen. Ja, das kann nicht schaden. Gesund sind wir per se. Dann schauen wir uns hier mal um. Was gibt es? Bogen, neue Pfeile, Munition. Für Waffen, die wir nicht haben. Gerät zum Feuer anmachen. Gut, dieses Ding hier kann auf jeden Fall schon mal weg. Sind $400 mehr in unserer Tasche. Schultertaschen, aber wenn wir dieses Gewehr behalten... Oh! Die Jungs haben diesmal wirklich viel Munition hier. So, was wollen wir loswerden? Das Ding hier kann weg. Das Fleischerbeil kann weg. Davon haben wir mehrere. Dann...
Dieses hier würde ich mir eigentlich gerne mit einem Faden um den Hals, obwohl wir haben eins mit 90% Zustand, dann behalten wir lieber das. Es zählt eh als Gleiches oder als Gleichwertiges. Die Taschenlampe behalten wir auch vorerst. Hoppala. Mehr Munition ist in jedem Fall immer verlockend. Okay. Den erstmal beiseite. Das hier ist unser Camping-Ru- Koffer, Rucksack, was auch immer. Das heißt, hiervon können wir zum Beispiel den entfernen. 9,9 und 0,26 ist relativ. 26, 24. Dann verkaufen wir den und behalten den hier. So rum. Dann, was ist mit all diesem Zeug hier? Also dieses Funkgerät werden wir auf jeden Fall behalten. Die Kleinteile denke ich mal auch. Der Bogen ist noch in gutem Zustand, den braucht man nicht auszutauschen. Lege ich einmal kurz hier ab, weil ich möchte doch unser Inventar ein bisschen, zumindest ein kleines bisschen ordentlicher gestaltet haben, weil es uns auch das Plündern etwas leichter machen dürfte. So, der darf hier rein. Aber den hier holen wir uns auch gleich wieder. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, nur um diese Kiste noch mitzuschleppen, die ja auch etwas wiegt. Dann könnten wir genauso gut uns besser ein wenig optimaler umsortieren. Ich glaube, auf die Glasscheiben können wir auch verzichten. So, noch mehr Batterien. Ein Feuerzeug. Na komm her. Erstmal hier hin. Das Ding kann hier rein. Dann. Die Triche können hier rein, die Schleuder bleibt hier. Für das Ding haben wir erstmal gar keine Verwendung, weil es eh keine Batterien hat, die wir reinpacken könnten.
diese Batterien gehen auch hier hin. Dann kann der hier nämlich genau so, wie er ist, jetzt bleiben. So, der hier ist praktisch leer. Eine von den Planen kann weg. Die behalten wir, die Feuerzeuge. So, das sind 20 Bindfäden. Hier sind unsere Glasscherben drin. Gut, der ist bis auf das Ding fast leer. Haben wir noch irgendwo... ja. Das kriegen wir aber auch noch hin. Vierziger Vollmantel, Hohlmantel, Hohlmantel. Okay. Na, komm her. So. Diese Hin- und Herräumerei die ganze Zeit. So. Weil dieses Ding ist auch wichtig, deswegen lieber hier drin, dass die Chance, dass wir es verlieren oder es uns geklaut wird, dann am Ende deutlich geringer. Ich glaube auch, dass unser Wasservorrat eigentlich schon ein bisschen zu groß ist. Ich hätte gerne unsere Brechstange nachher noch wieder. So. Okay, aber so scheinen wir schon mal ganz gut aufgestellt zu sein, was Ausrüstung und so weiter angeht. Kann hier hin. Die Beeren hier hin, weil dann können wir uns direkt wieder Pfeile kaufen. Ein paar extra können halt nicht schaden. So. So, die Pistole ist auch geladen. Jetzt nehme ich auch wieder Platz für Vorräte. Packen wir uns mal ruhig wieder die Taschen voll. Weil dann gehen wir nämlich ein bisschen mal wieder in Richtung unbekanntes Gebiet und sehen uns einfach mal wirklich wieder richtig um. Folie haben wir leider nicht genug, um schon nach Camp Grayling gehen zu können. Aber von der Ausrüstung her sind wir gut genug, dass wir auch mal in der nordwestlichen Ecke uns ein bisschen umsehen können. So, Wasser brauchen wir keins, haben wir reichlich. Munition haben wir. Hier gibt es nur noch 38er, aber wir haben die passende Waffe dazu nicht. Dementsprechend ist das auch egal. Die können hier noch mit rein. Naja, von dem Zeug hier möchte ich nichts mehr umlagern. Sieht auch soweit
alles sehr gut aus. Schrotflintenmunition werden wir auch keine brauchen. Ich glaube, wir sind soweit gut dabei. Nee. Lass mal gut sein. Die ist fast leer. Hier ist noch ein bisschen Platz drin. Feuerzeuge könnten wir auch weggeben, schmeißen, was auch immer. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal. So. Dann suchen wir uns irgendwo einen bequemen Unterschlupf und dann gehen wir einfach mal ein bisschen in dieses Areal hier. Nur mal kurz die Gesundheit checken. So, Spuren verwischen. Wir sind zwar immer noch gut ausgerüstet, ausgeruht, aber wir werden uns jetzt trotzdem ein Zelt bauen. Das hier. Was haben wir hier? Wald, Wald, Dickicht. Okay, aus irgendeinem Grund zählen die Sachen, die wir jetzt in den Kisten haben, trotzdem noch hier mit. Was eigentlich perfekt ist. Platz für eine zusätzliche Waffe. Ich hätte gerne einen Speer mit ordentlicher Spitze vorne dran, aber ich denke mal, wir werden uns mit dem zufrieden geben, was wir hier haben. So, packen unser Zeug wieder ein. Und machen uns auf den Weg. In der Hoffnung, dass wir da natürlich irgendwann mal auch ein paar richtig gute Sachen irgendwo finden. Was haben wir hier? Verschlossenes Lager. Das klingt schon mal nicht schlecht und das sieht alleine so schon. Also hier, das fällt fast auseinander. Was haben wir denn hier alles? Huhuhuhuhuhuhu. Ich wollte was Gutes und da haben wir was Gutes. Weil dieses Ding hier können wir nämlich über die Schulter nehmen. Und seht euch diese Menge an Platz an. Wie viel Zustand? 15,2. Heißt, er fällt fast auseinander. Aber trotzdem, 92% ist schon mal nicht schlecht. Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir jetzt so ein Ding natürlich in gutem Zustand bekommen könnten, das wäre wirklich glorreich. Aber wir nehmen, was wir kriegen. Oh, Zeit ist mal wieder rum. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung.
Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.